Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen E-Seminar Agiles Projektmanagement, alles Scrum oder was? Mein Name ist Sarah Lehmann, ich bin erste Sprecherin vom VDE YoungNet und werde euch heute so ein bisschen durch das Seminar mit moderieren. Erstmal herzlichen Dank, Herr Chan, dass Sie sich bereit erklärt haben, heute das Seminar für uns zu halten. Ich werde euch nochmal kurz Herrn Chani vorstellen. Herr Chani hat an der TU Darmstadt Informatik mit den Schwerpunkten KI, IT-Security und Softwareentwicklung studiert. Als Softwareentwickler hat er langjährige Berufserfahrung in den Bereichen Anwendungsentwicklung, Sicherheitssysteme und Embedded Systems. Seit 2018 ist Herr Chani als Projektleiter bei der VDE DKE, als Projektleiter für Digitalisierung in Frankfurt tätig. Er ist Mitinitiator und Hauptansprechpartner von der Initiative Digitale Standards und ist in verschiedenen nationalen, internationalen Projekten und Arbeitsgruppen involviert. So, dann dürfen Sie gerne starten, Herr Chani. So, kann man mich hören? Ja. Ja, dann ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Damian Chani, mein Name, und ich grüße Sie hier aus dem schönen Frankfurt am Main. Ich möchte Ihnen heute etwas über das Thema agiles Projektmanagement erzählen und im Besonderen über die Verfahrensmethode Scrum. Eines gleich vielleicht vorweg: Ich bin kein zertifizierter Scrum Master oder PRINCE 2 Professional oder was ist nicht alles für Zertifizierungsmöglichkeiten im Umfeld des Projektmanagements gibt. Allerdings habe ich mehrere Projekte begleitet oder auch geleitet, wo agiles Projektmanagement immer wieder ein Thema war, mal mehr, mal weniger und auch mal mehr oder mal weniger erfolgreich. Deswegen möchte ich Ihnen heute zwei wesentliche Dinge mit vermitteln. Was steckt eigentlich hinter agilem Projektmanagement? Und dies am Beispiel von Scrum erklärt. Und das Zweite ist, ja, dass Scrum eigentlich nicht gleich Scrum ist und dass es noch mehr gibt. Und deswegen sollte man sich auch nicht zwingend verbiegen, unbedingt Scrum nutzen zu wollen, sondern eher versteht, was hinter Scrum sich verbirgt und genau die Verfahren und Methoden auswählt, die am besten zum Projekt oder zum Unternehmen passen. Ja, Frau Lehmann hat mich schon vorgestellt, dankenswerterweise. Hier vielleicht nochmal ein Bild. Meine Kamera ist diesmal aus, aber das Bild, damit Sie eine grobe Vorstellung haben, wer jetzt hier die nächsten Minuten zu Ihnen spricht. Auf meinen Lebenslauf oder auf die Felder hier muss ich ja nicht mehr weiter eingehen. Ja, irgendwann, vielleicht jetzt so als so Einstieg, bin ich mal über diesen Comic gestolpert. Das ist schon Jahre her und nehmen Sie mal ruhig einen kurzen Moment und schauen mal drüber. Ich kann jetzt leider jetzt Ihre Reaktion nicht sehen, aber ich finde ihn nicht nur lustig, sondern er hat auch damals so sehr ins Schwarze getroffen, als ich als Softwareentwickler tätig war, dass es eigentlich schon fast schon traurig war. Es existierte damals mehr oder weniger ein riesiges Chaos. Und man hat hier bei meinem damaligen Arbeitgeber, das war ein Softwareentwicklungshaus, das war frisch nach dem Studium, eigentlich mehr oder weniger auf Zuruf gearbeitet. Man hatte also nicht wirklich einen Plan und hat Sachen ganz spontan gemacht, beziehungsweise über den Haufen geworfen, wenn es nicht gepasst hat. Und das Ganze haben sie dann tatsächlich irgendwann mal als agil verkauft und auch in meinem Bewerbungsgespräch damals, es war ungefähr vor 10 Jahren, da war wirklich das Thema agile Softwareentwicklung wirklich das Thema im Sinne von Projektmanagement und Verfahren. Und da wurden auch die ersten Tools diesbezüglich entwickelt. Und mein Chef damals hat auch gesagt, ja, wir sind auf jeden Fall agil. Und das war es allerdings nicht wirklich. Man hat einfach manche Teile sich aus Scrum oder aus der Agilität rausgepickt und war froh, dass man dann nicht mehr dokumentieren musste, dass man einfach drauf losprogrammieren konnte und war am Ende froh, dass man das sogar noch mit einem coolen Passwort versehen konnte. Aber wenn man jetzt wirklich vor allem wächst und die Projekte komplexer werden, hat man doch gemerkt, dass natürlich Planung, Organisation und ein stringentes Vorgehen notwendig ist. Und das schließt sich mit agiles Projektmanagement nicht aus, wie ich hoffentlich Ihnen heute ein bisschen vermitteln kann. Ja,
Vielleicht erstmal eins vorweg. Agiles Projektmanagement ist eine Alternative zum klassischen oder traditionellen Projektmanagement. Es gibt viele unterschiedliche Vorgehensmodelle im traditionellen Projektmanagement. Und ein Vorgehensmodell ist im Allgemeinen eine Art Prozessbeschreibung, wo die Arbeit strukturiert und in Abläufe gebracht wird. Und pro Abschnitt werden die Methoden und Aufgaben definiert, die wie, wo und wann zu erledigen sind. Einer der bekanntesten ist hier oben links aufgeführt, ist das Wasserfallmodell, haben Sie sicherlich schon gehört. Es ist so populär, weil es so unfassbar simpel ist. Hier werden, wie oben links gezeigt, halt die Arbeitsphasen nach einer nach der anderen angegangen und es müssen die Anforderungen definiert werden, dann wird das Produkt entworfen etc. Daneben gibt es noch eine Vielzahl anderer Verfahren, auch komplexere Verfahren, wie zum Beispiel das V-Modell. Auch hier ebenfalls eine sequentielle Abarbeitung von unterschiedlichen Phasen und Aktivitäten. Das Besondere am V-Modell ist vielleicht, dass es gewisse Rückkopplungen gibt. Das sind die Pfeile hier links. Und das bedeutet einfach, dass man irgendwann an einer bestimmten Projektstelle festgestellt hat, dass etwas nicht funktioniert hat und gesagt hat, okay, wir müssen wieder zurückgehen, zum Beispiel an die Anforderungsdefinition, müssen hier nochmal Hand anlegen und quasi nochmal eine Schleife drehen, bis wir fertig sind. Ja. Hier rechts habe ich mal aufgeführt oder ein paar Punkte aufgeführt, was diese Verfahren alle meiner Meinung nach gemeinsam haben. Sie sind plangetrieben. Am Anfang wird sehr viel Zeit für eine perfekte Spezifikation eingeplant, wo dann auch Möglichkeit jedes Detail beschrieben ist. Und dann wird sich an die Umsetzung gemacht. Ja, und ja, wehe, etwas läuft nicht so wie geplant. Darüber hinaus versucht man hier immer wieder eine strikte Aufgabentrennung zu realisieren. Es gibt unterschiedliche Teams, die für sich ihre Aufgaben meist sehr selbstständig erledigen. Ein Projektleiter versucht da im Hintergrund den Überblick zu behalten und übernimmt die Koordination. Vielleicht ein wichtiger Punkt an dieser Stelle ist, Kommunikation findet natürlich auch in diesen traditionellen Verfahren statt, aber es ist kein zentraler Bestandteil dieser Methode. Das heißt, die Methode im traditionellen Projektmanagement gibt eigentlich nicht so richtig vor, wann und wie kommuniziert wird. Und Kommunikation ist einer der Schlüsselaspekte, warum Projekte scheitern oder gut verlaufen. Ja, ich möchte jetzt diese ganzen Sachen hier auch nicht verteufeln. Die haben auf jeden Fall ihre Daseinsberechtigung, vor allem im Sicherheitsumfeld, wenn es darum geht, sehr verlässlich und zuverlässig bestimmte Sachen zu erledigen und wo man auch mehr oder weniger weiß, was zu tun ist, also wenn die Anforderungen sehr klar sind, dann macht so ein striktes Vorgehen und Durchgehen der einzelnen Arbeitspakete, Checklisten etc. Sinn. Man kann auch diese sehr schön mit bekannten und bewährten Controlling-Methoden tracken und genau erfahren, wie weit man ist. Also es hat hier durchaus natürlich auch Vorteile, diese Projektmanagement-Strukturen und Verfahren zu verwenden. Doch ich habe es bereits erwähnt, dass traditionell oder einer der Probleme beim traditionellen Projektmanagement ist, dass es nicht immer das liefert, was man eigentlich möchte oder was der Kunde mehr oder weniger erwartet hat bzw. eigentlich braucht. Und vielleicht dieser sehr bekannte oder dieser Comic oder hier diese Darstellung zeigt das eigentlich sehr gut, die Problematik. Hier oben links haben wir das, was der Kunde eigentlich dem Softwareentwickler oder so gesagt hat. Und dann haben wir hier, was der Projektleiter von dem Produkt, was der Kunde angefordert hat, verstanden hat. Und dann je nachdem, wer hier nochmal in das Gespräch reingeht oder seine Sicht der Dinge klarlegt, ändert sich das Produkt doch recht stark. Und mein Favorite ist hier unten links. Wenn man sich anguckt, wie das Produkt oder das Projekt dokumentiert wurde, dann ist es manchmal erschreckend, wie wenig vorhanden ist. Ja. Auch eine interessante Darstellung ist, was in Rechnung gestellt wurde, eine Achterbahn. Ja, das ist natürlich dann nicht schön für den Kunden, vor allem wenn er am Ende herausfindet, dass das, was er wirklich gebraucht hat, sehr simpel war. Hier in dem Beispiel einfach nur ein Seil mit einem Reifen. Das ist so das Hauptproblem der Projekte, die vor allem im Bereich der Softwareentwicklung aufgefallen sind. Die Anforderungen sind meistens doch an das Produkt oder an die Entwicklung sind sehr unklar. Ja, weil das Problem einfach an sich auch sehr komplex ist und eine lange Entwicklungszeit benötigt. Deswegen hat man versucht zu gucken, warum funktioniert das in den traditionellen Managementverfahren eigentlich nicht. Und
So ist man dazu gekommen, dass man hier andere Verfahren entwickeln müsste, um genau diese Probleme zu bekämpfen. Ja, ich habe es schon erwähnt, einer der Punkte, warum solche Verfahren scheitern, ist Kommunikation unter anderem. Aber hier wurden auch mehrere Studien durchgeführt, um zu erkennen, warum eigentlich Projekte scheitern. Und die hier rot eingezeichneten Dinge sind eigentlich die, die vor allem das agile Projektmanagement angeht. Also ich habe schon gesagt, unklare Anforderungen und Ziele, aber auch schlechte Kommunikation, unzureichende Planung ist auch tatsächlich einer der Punkte, die das angeht, weil Planung immer wieder quasi neu aufgerollt werden muss. Und das sind, wie gesagt, die Punkte, die das agile Projektmanagement gezielt angreift oder angeht. Die Studie ist hier ein bisschen alt, 2013. Ich habe vorhin mal eine kurze Recherche gemacht, um zu gucken, ob sich hier was geändert hat. Tatsächlich, neuere Studien führen die gleichen Probleme auf, die immer noch zum Scheitern von Projekten führen. Und das Einzige, was sich wirklich geändert hat, ist, dass jetzt das Tooling, also quasi die Unterstützung für das Projektmanagement durch Tools wie Jira, Zoom, Zahoo oder sowas, dann doch noch größer geworden ist. Denn viele, vor allem Projektmanagement-Tools aus dem traditionellen Bereich, werden dann verbogen und fürs agile Projektmanagement benutzt oder vice versa. Und dadurch entstehen eigentlich größere Probleme, als sie eigentlich beheben sollten. Und deswegen ist es auch mit unter einem Grund, warum Projekte scheitern. Ja, kommen wir zum agilen Vorgehensmodell jetzt, was genau diese Probleme versucht zu adressieren. Ja, was bedeutet agil hier eigentlich? Eigentlich das wesentliche Kernelement des agilen Vorgehensmodells ist der iterative Gedanke. Ein Projekt wird dabei nicht als sequentielle Abfolge verstanden, wie wir das beim Wasserfallmodell gesehen haben, sondern es ist eher wie so ein durchlaufender Kreis oder ja, ein Zyklus, der immer wieder aufs Neue durchgegangen wird. Besonders wichtig ist hier zu beachten, dass die Planung ebenfalls Bestandteil des Kreislaufes ist. Das habe ich vorhin kurz mal erwähnt, weil Planung am Anfang, man kann so viel am Anfang planen, aber am Anfang hat man halt nicht alle Informationen und der agile Gedanke mit der iterativen und inkrementellen Entwicklung bedeutet es, auch immer wieder diesen Plan anzupassen, ja, und entsprechend auch die Situation zu definieren, wann das zu tun ist. Ja. Ja, weitere wichtige Punkte sind hier, das Testen erfolgt erst nicht zum Schluss und auch nicht nur einmal, sondern auch ebenfalls also mit Fortschreiten des Projektes immer wieder, wenn neue Funktionen oder Elemente realisiert sind, versucht man halt entsprechend dieses Testen mitzunehmen, um auch immer wieder ein funktionsfähiges sogenanntes Inkrement zu haben, also ein Stand des Produktes. Ja, diese Folie soll das nochmal zeigen, und deutlich machen, mit der Planung im Wasserfalldesign überlegt man sich einmal, was rauskommen soll und dann entwickelt man und stellt fest, dass man am Ende was ganz anderes ausgeliefert hat. Und diese inkrementelle, iterative Vorgehensweise soll genau das verhindern. Man versucht immer wieder ein Inkrement, einen Zwischenstand zu präsentieren, zu produzieren und mit dem Kunden auch wieder in Kontakt zu treten und zu gucken, ist es das, was er braucht? Und am Ende so die Hoffnung, kommt etwas raus, was erstens bezahlbar ist und zweitens genau das ist, was er haben wollte. Ja, agiles Projektmanagement zeichnet sich ja durch ein iteratives Vorgehen aus, aber Agilität wird nicht alleine durch Abläufe definiert. Das ist etwas, was ich immer wieder auch festgestellt habe, dass das, obwohl es so einfach klingt, doch wirklich erstmal sickern muss. Ja. Für die ganz Aufmerksamen unter euch vielleicht, habt ihr das auf der Folie mit dem traditionellen Projektmanagement schon gesehen, oder die das kennen, Verfahren wie das V-Modell oder auch ja, das Spiralmodell oder Unified Process, was es nicht da alles gibt, die sehen auch Iterationen vor. Ja, also immer wieder der wiederkehrende Zyklus, immer wieder was neu machen. Aber trotzdem werden diese Vorgehen nicht als agile Managementverfahren angesehen. Warum? Weil Agilität, wie gesagt, mehr ist als das pure iterative Vorgehen. Das ist ein wichtiges Element, ohne Frage, aber es geht natürlich um mehr. Nämlich
die Art und Weise, wie man eigentlich an Aufgaben rangeht. Das ist der wesentliche Kern bei den agilen Methoden. Viele sprechen in diesem Zusammenhang auch von einer Art agilen Kultur. Das mag etwas hochtrabend klingen, aber trifft es doch eigentlich ganz gut. Ja, alles Agile, was wir hier machen, basiert nämlich, wie gesagt, auf diesen agilen Werten, die Sie hier auch sehen. Das ist die Grundlage, unser Fundament. Und diese Werte klingen hier ganz einfach und sind hier auch mal aufgeschrieben. Also Individuen stehen und Interaktion stehen über Prozesse und Werkzeuge. Eine funktionierende Software steht über umfassende Dokumentation. Zusammenarbeit mit dem Kunden über der Vertragsverhandlung und reagieren auf Veränderungen über das Befolgen eines Plans. Ja, vor allem hier bei traditionellen Projektmanagementverfahren sieht man das immer wieder. Das Befolgen eines Plans ist das oberste Maxim. Bei einem Förderprojekt zum Beispiel sind diese überhaupt gar nicht vorgesehen. Es müssen aufwendige Mittelumwidmungsanträge gestellt werden, mehrseitige Begründungen formuliert, warum man vom Projekt abweicht oder vom Plan abweicht. Bei internen Projekten mag es ein bisschen einfacher sein, aber auch dort wird das quasi auch als ein Scheitern angesehen. Und das ist eben das, was bei den Agilen ein bisschen anders ist. Da geht es nicht um den Plan, da geht es eigentlich um das Produkt. Und man realisiert, dass man am Anfang nicht halt alle Informationen hat und entsprechend auf diese neuen Erkenntnisse reagieren muss. Und das halt zusammen mit dem Kunden. Das sind diese Werte, diese Grundlage. Und daraus abgeleitet hat man bestimmte Prinzipien und Handlungsanweisungen, die einfach diese Werte sicherstellen. Also was kann ich tun, wann kann ich es tun, um genau diese Werte, die mir so wichtig sind, ja, sicherzugehen, dass sie eingehalten werden. Und das Ganze wird dann in Methoden reingepackt, wie zum Beispiel, dass man bestimmte Dinge immer wieder tun soll. Also das quasi zusammen ergibt dann mit den bestimmten Prinzipien und Handlungsanweisungen dann ein Gesamtpaket. Und das Ganze drumherum, das ist dann das agile Vorgehensmodell, was genau sagt, hier zu dem Zeitpunkt musst du das machen, zu dem musst du das machen. Und das ist mehr oder weniger solche Verfahren wie halt Scrum. Scrum ist ein agiles Vorgehensmodell, was genau spezifische Dinge vorgibt, die sicherstellen sollen, im Idealfall, dass diese agile Werte gelebt werden. Ja, ein bisschen vorweggegriffen. Also hier sind auch nochmal Beispiele für diese Prinzipien und Handlungsanweisungen. Kunden halt durch frühe, kontinuierliche Auslieferung zufriedenstellen, so Best Practices halt, dass man halt selbst organisierten Teams vertrauen sollte, weil die das schon unter sich regeln können, dass man kommunizieren soll, dass man möglichst einfache Lösungen haben soll, nicht versucht, auf Anhieb alles einzuplanen, sondern Stück für Stück halt denkt. Ja, ich habe es gesagt, diese agilen Vorgehensmodelle, das ist halt der große Rahmen dann, wie etwas umgesetzt werden kann. Scrum ist ein Beispiel, aber es ist halt nicht alleine. Ja, es gibt eine Vielzahl von anderen Vorgehensmodellen, die zum agilen Projektmanagement zugezählt werden. Scrum ist sicherlich eines der berühmtesten, aber es gibt Kanban, es gibt DevOps, es gibt das Extreme Programming, was ebenfalls Methoden sich überlegt hat, um sicherzustellen, dass diese ja, agilen Werte eingehalten werden. Extreme Programming ist sogar ein ganz gutes Beispiel. Es ist sogar noch vor Scrum populär geworden in den 90ern. Vor allem in der Softwareentwicklung gibt es da ganz bekannte Best Practices, wie zum Beispiel Pair Programming. Also man sollte nicht alleine programmieren, sondern möglichst auch zu zweit. Das ist eine Art Kontrolle, fördert wieder die Kommunikation. Auch hier sollte man nicht alles auf einmal machen. Also wie wir das gerade gesehen haben, wichtige Aspekte im agilen Projektmanagement, wurden hier Verfahren überlegt, um halt das sicherzustellen. Wir können jetzt hier nicht auf die ganzen Projektmanagement-Verfahren eingehen, sondern gucken uns das Ganze mal an, wie das bei Scrum funktioniert. So, was ist eigentlich Scrum? Ganz einfach ausgedrückt, Scrum kommt aus dem Rugby und beschreibt das Geknäuel, was die Spieler bilden, um sich auf dem Spielfeld den nächsten Spielfeld zu überlegen. Ja, gut, das ist es auch, aber natürlich in der IT oder im Projektmanagement verstehen wir halt genau dieses agile Vorgehensmodell. Und das ist auch schon recht ziemlich alt. Erste Überlegungen waren auch 1995, später wurde 2001 ein agiles Manifest erstellt, wo quasi diese Grundprinzipien niedergeschrieben wurden und auch um 2003, 2004 herum konnte man sich auch schon als Scrum
Master zertifizieren lassen. Also da wurde es richtig populär. Entsprechende Tools wurden entwickelt und heute, ja, zumindest in der Softwareentwicklung ist es nicht mehr wegzudenken. Und in anderen Bereichen wird es auch immer populärer. Und Tools wie zum Beispiel Jira, die viele, nicht alle, viele Aspekte davon unterstützen, sind ja unfassbar populär mit zigtausend Unternehmen, die das einsetzen, große Unternehmen. Das ist der aktuelle Stand. Ja, was macht jetzt Scrum aus? Nun, eigentlich ist der Ablauf von Scrum sehr simpel. Wir haben ein sogenanntes Product Backlog, wo alle Aufgaben drinstehen. Dann überlegen wir uns, welche als nächstes im Sprint durchzuführen sind. Also welche, das ist die Summe aller Aufgaben hier im Product Backlog, die der Kunde quasi vorgibt. Dann wird überlegt, was kann man davon im nächsten Sprint machen. Sprint ist immer ein fester Zyklus, zum Beispiel 30 Tage. Was kann man also in den nächsten 30 Tagen erledigen? Und wichtig ist, es soll immer ein funktionierendes Zwischenprodukt rauskommen. Hier diese Schleife oben drüber ist dann immer mal eine Art Feedback-Schleife, auch Daily Scrum genannt, wo man quasi darüber spricht, was man denn im letzten Tag getan hat. Hat man seinen Sprint-Backlog abgearbeitet, sucht man sich wieder die entsprechenden Aufgaben aus dem Product-Backlog, überführt sie in Sprint-Backlog und macht die nächsten Aufgaben. Eigentlich ziemlich simpel. Gut, wie man es kennt, der Teufel steckt im Detail und man kann Scrum beliebig kompliziert machen. Tatsächlich, das Ur-Scrum ist fast so simpel, wie Sie das eben gerade gesehen haben. Mittlerweile hat man viele Adaptionen gemacht. Die sind ja jetzt nicht unbedingt Scrum, aber das ist nicht wichtig. Solange Sie diesen agilen Gedanken unterstützen, dann sind Sie ja durchaus gerechtfertigt. Und deswegen kann man sich das auch diese agilen Vorgehensmodelle wie so einen Baukasten vorstellen. Ja, man hat mehrere Methoden, mehrere Best Practices und versucht sich halt die rauszupicken, die halt genau das Projektmanagement in diesem Fall unterstützen. Ja, um ein paar hier besser einzugehen. Es gab eine Frage, Herr Charlie. Ja, gerne. Ist der Product Backlog dann eine Sammlung aller Aufgaben im Projekt ohne Sortierung? Ja und nein. Also man kann das unterschiedlich machen. Man kann das als eine flache Liste und Aufgaben sehen, die man erstmal nur erfasst. Also darauf wollte ich später noch eingehen, aber können wir gerne jetzt schon machen. Es ist eine Auflistung von Aufgaben, sogenannte User Stories, aus der Sicht des Kunden. Und diese User Stories sind möglichst simpel formuliert, dass sie ausdrücken, was der Kunde mit dem Produkt machen will. Wenn man jetzt sehr viele, sehr komplexe Aufgaben hat, kann man sich noch hier sogenannte hierarchische Stufen überlegen. Also man kann überlegen, was ist eine User Story, die sehr komplex ist. Das nenne ich jetzt ein Epic. Das heißt, es ist eine große User Story. Und dann kann ich überlegen, wie sehen denn kleinere User Stories dazu aus. Also man kann durchaus ein bisschen Hierarchie einbauen. Aber im Grunde ist es eigentlich eine flache Liste von Aufgaben. Gibt es ein gutes Beispiel, wann Scrum außerhalb der Programmierung eingesetzt wird? Ja, das ist immer dann der Fall. Also warum wird Scrum oder agiles Projektmanagement in der Softwareentwicklung verwendet? Weil es sehr oft vorkommt, dass es halt unklare Anforderungen gibt. Also ich weiß im Endeffekt am Ende nicht, was rauskommt. Und das ist auch in anderen Bereichen der Fall. Zum Beispiel Projektmarketing. Wenn ich im Marketing ein Projekt habe, ein gewisses Ziel zu erreichen, ich will eine Werbekampagne machen, aber ich weiß noch nicht genau, wie mein Endprodukt aussieht. Ich brauche viel User-Feedback und solche Dinge. Dann ist es auch ein gutes Beispiel, hier agil vorzugehen, nämlich wirklich Step-by-Step zu denken. Ja? Das wäre möglicherweise jetzt ein anderes konkretes Beispiel, wo Scrum eingesetzt werden könnte. Ja? Weitere Beispiele oder war das erstmal ausreichend? Danke. Ich glaube, das passt erstmal. Genau. Das gucken wir uns jetzt mal im Detail noch ein bisschen an. Nämlich, was sind erstmal hier die Rollen? Ja. Also das ist etwas, was natürlich auch agile Projektmanagementverfahren definieren. Was sind die, Entschuldigung, klingelt's? Ja, was sind, definiert natürlich auch, was sind die Rollen in einem Projektmanagementverfahren, Verantwortlichkeiten, das kennen wir. Das Neue oder das ein bisschen andere hier bei Scrum ist, wie
diese Rollen gelebt werden. Also wir haben hier erstmal den Product Owner, der ist verantwortlich für das Produkt. Das bedeutet, der ist derjenige, der das Product Backlog füttert mit Aufgaben. Ja. Und dann gibt es aber einen Scrum Master, der quasi sicherstellt, dass die Anforderungen vom Product Owner aufgenommen werden. Ja. Aber der dann sagt, es gibt bestimmte Zeiten, nämlich den Sprint, wo du nicht mitreden darfst. Und ich stelle sicher, dass du das auch einhältst. Ja. Also ein bisschen so wie hier in diesem Comic, das ist hier der Scrum Master und der verteidigt das Scrum Team, wenn der Product Owner wieder kommt und irgendein Change Request hat. Change Requests kommen immer vor, damit muss man umgehen, das hat man gelernt. Aber sie kommen nur zu bestimmten Zeitpunkten, lässt man sie zu. Das ist das, was Scrum ganz gut macht. Es sagt, es gibt den Sprint, wir können den Sprint auch gerne kürzer machen, aber während des Sprints arbeiten wir genau an den festgelegten Aufgaben, die wir uns vorher rausgepickt haben. Und wenn dann quasi neue Change Requests kommen, dann sprechen wir darüber, aber erst nach dem Sprint. Ja, weitere Rollen sind das Scrum-Team. Das ist auch vielleicht ein Unterschied zum normalen Projektmanagement. Diese Teams haben an sich keine Hierarchie. Sie sind auch selbst organisiert und am besten so interdisziplinär wie möglich. Normales Projektmanagement sagt eher, okay, wir haben unsere Spezialisten und diese arbeiten für sich autark und dann gibt es eine Übertragung zum nächsten Spezialistenteam. Das ist nicht so der Gedanke beim Scrum. Hier will man versuchen, möglichst ja, die Teams mehr oder weniger alles abdecken zu lassen, was geht. Und die können dann sich auch die Aufgaben selber rauspicken. Also wirklich, da ist auch kein Projektleiter, der entsprechend den Leuten die Aufgaben verteilt. Nein, das Team entscheidet selbst, welche Aufgaben am besten als nächstes innerhalb eines Sprints anzugehen sind. Und der Stakeholder, das bedeutet nicht der Product Owner, sondern vielleicht die Kunden oder andere Kundengruppen oder andere relevanten Gruppen, die gehören natürlich auch dazu. Die haben aber, wie gesagt, feste Zeitpunkte, wo sie dann im Projekt aktiv sein können. Ja? Und nicht immer und vor allem nicht unkontrolliert. Ja, was sind denn so die gängigen Aktivitäten, die man hier so bei Scrum hat? Wir haben das vorher gesehen. Das Product Backlog, das ist das Allerwichtigste, das ist diese Aufgabenliste. Wenn man dann zum nächsten Sprint übergeht, dann geht es in eine sogenannte Sprint Planning Phase. Dort pickt man sich die Aufgaben aus dem Product Backlog raus und dann fängt man an. Okay, man hat jetzt seine User Stories. Diese User Stories sind jetzt aus der Anwendersicht geschrieben. Okay, was bedeutet das? Wie können sie realisiert werden? Wie müssen sie priorisieren? Wie müssen sie schätzen? Das ist etwas, was man auch zusammen mit dem Product Owner tut. Ja, hier wird viel miteinander geredet. Was bedeutet das eigentlich, diese Aufgabe? Was für Konsequenzen hat es? Und man ist hier auch sehr rigoros. Kann man eine Aufgabe nicht schätzen oder man hat noch nicht genügend Kenntnis darüber, dann wird sie einfach nicht gemacht. Dann bleibt sie im Product Backlog, bis man hoffentlich irgendwann genug Informationen hat, um sie quasi angehen zu können. Wenn man dann im Sprint Planning seine Aufgaben sich rausgepickt hat, dadurch, dass sie auch im Aufwand geschätzt werden, weiß man ungefähr, wie viel Aufwand sie produzieren. Sollte dann ungefähr sich mit der Sprintdauer natürlich decken, also nur so viel machen, wie man im Sprint umsetzen kann. Und dann geht es als nächstes quasi in die Implementierungsphase. Ups. Genau. Das ist quasi das hier. Und da haben wir schon gesehen, da haben wir unseren Daily Scrum, wo wir immer wieder über den Projektfortschritt reden. Aber hier gibt es auch andere Metriken, die eingesetzt werden. Burndown-Chart zum Beispiel. Das bedeutet, ich tracke aktiv mit, wie viel ich schaffe. Warum ist das wichtig? Das ist auch ein Controlling-Mechanismus. Viele im traditionellen Projektmanagement werfen agilen Projektmanagement vor, dass sie keinerlei Kontrolle haben. Das stimmt nicht so ganz. Das Burndown-Chart ist ein gutes Beispiel dafür, dass auch hier eine Art Controlling stattfindet. Das Burndown-Chart sagt, wie viele Aufgaben habe ich jetzt abgearbeitet? Und dann kann man am Ende eines Sprints sehen, ob man sich verschätzt hat oder nicht. Das bedeutet, hat man sich Aufgaben für 30 Tage vorgenommen, hat aber nur ein Drittel geschafft, dann hat man einen Indikator dafür, dass man falsch geschätzt hat oder ob man quasi seine, weniger Aufgaben halt quasi im nächsten Sprint reinnimmt. Ja, auch gibt es Verfahren oder Ergänzungen, die im Laufe der Zeit gekommen sind, dass man sogenanntes Impediment-Log führt, wo man sagt, okay, es gibt immer wieder Störfaktoren, die im Projekt auftauchen, immer wieder Projekthemmnisse, was weiß ich, andere Abteilungen liefern nicht die entsprechenden Daten oder der Kunde erscheint nicht zu Termin. Das sind Dinge, die man nicht sofort klärt, sondern während der Implementierung versucht man, wie in dem Comic vorher gezeigt,
so gut es geht, an der Arbeit zu arbeiten. Und alles, was einem auffällt, wird quasi erstmal niedergeschrieben, aber nicht angegangen. Dafür gibt es dann die nächsten Phasen. Eine ist die sogenannte Sprint-Review-Phase, wenn quasi die 30 Tage rum sind und man hoffentlich ein lauffähiges Inkrement hat, wird geguckt, was hat man in dem Sprint erreicht? Was hat man für Probleme festgestellt? Ja, hier lädt man wieder den Product Owner ein, der mit in dieses Gespräch reingeht und auch das Ergebnis beurteilt. Ja. Und dann gibt es noch die sogenannte Retrospektive, das ist die letzte Phase, wo man sagt, okay, wir haben unsere Implementierung gemacht, wir haben das Zwischenergebnis mit dem Product Owner, mit dem Kunden etc. besprochen. Was haben wir eigentlich noch darüber hinaus gelernt? Ja, vor allem, was die Methodik anbelangt. Nämlich, gab es Probleme? Hatten wir keinen Zugriff auf die Ressourcen? Haben wir die Dokumentationspflichten nicht eingehalten etc.? Das wird in der Retrospektive besprochen und wenn man die dann quasi abgehandelt hat, dann geht man wieder in die Planung über, nimmt sich wieder die nächste Aufgabe und hat seine Iterationsschleife. Kann man damit dann die einzelnen Sprints als sozusagen kleine V-Modelle betrachten? Iterativ gesehen ja, allerdings worauf ich hinaus wollte ist, dass dieser Iterationsgedanke, wie gesagt, wichtig ist. Das gibt es auch im V-Modell. Allerdings ist da ein anderes Vorgehen da. Ja, also man hat quasi, man versucht hier bestimmte diese agilen Werte zu leben, nämlich, dass man sich auf seine Arbeit konzentriert, dass man versucht, zu bestimmten Zeiten mit den Kunden in Kontakt zu treten. Und das ist alles, was in diesem V-Modell ja nicht drin ist. Ja, im V-Modell wird einfach nur gesagt, hier zu dem Zeitpunkt müssen die Requirements klar sein. Zu dem Zeitpunkt haben wir das Design, dann gehen wir in die Implementierung. Erst wenn wir die Implementierung haben, dann haben wir natürlich auch noch entsprechende Tests und dann können wir diese Schleife machen. Ja. Aber das sagt nichts über die Methodiken in diesem Detail gerade aus. Ja. Also von der Iteration gesehen ja, aber sonst sind diese Methoden nicht so sehr vergleichbar. Darauf wollte ich hinaus. Dann war eine Frage, wovon die Länge einer Iteration abhängt. Ja, also da streiten sich die Leute. Das kommt darauf an, an was man arbeitet. Wenn man sehr konzentriert daran arbeitet und etwas hat, was wieder relativ schnell ein funktionsfähiges oder präsentierbares Inkrement, also Zwischenergebnis, präsentieren kann, dann kann man auch wöchentliche Sprints machen, ja. Oder wöchentliche Sprints oder 14-Tage-Sprints. Wenn man aber ein sehr komplexes Produkt hat, wo man dieses lauffähige, präsentierbare Objekt nicht zeigen kann, kann man ruhig auch längere Sprints machen. Aber je länger der Sprint dauert, umso größer natürlich die Gefahr, dass man Sachen macht, die vom Product Owner nicht abgesegnet sind. Der sieht es ja nicht. Während des Sprints hat er ja keinen Kontakt oder im Idealfall keinen Kontakt. Und kann deswegen auch nicht eingreifen. Deswegen muss man bei der Sprintdauer entsprechend aufpassen. Man muss hier quasi Erfahrungswerte sammeln und gucken, welche Dauer für das Unternehmen oder für das Projekt am besten passt. Gut. Mal weiter. Ja, das war es eigentlich schon, was ich so über Scrum zeigen wollte. Es kommen natürlich noch andere Aspekte. Ich habe euch das schon ein bisschen gezeigt. Das simple Scrum ist sehr simpel. Es gibt Erweiterungen, wie zum Beispiel die Mitführung der Störsachen oder man könnte auch überlegen, dass man noch mehr Meetings einbaut, wenn man das festgestellt hat. Man könnte noch beliebige Erweiterungen reinmachen. Man könnte zum Beispiel Sachen vom Pair-Programming, wenn wir jetzt noch bei der Softwareentwicklung bleiben, einbauen. Das alles wäre dann quasi nicht mehr das Scrum, aber es wäre immer noch ein agiles Projektmanagement-Verfahren, weil es genau diesen Werten treu bleibt. Und Scrum of Scrum of Scrums ist zum Beispiel eine Methode, wie man versucht, entsprechend Scrum auch skalierbar zu machen. Was passiert, wenn mehrere Scrum-Teams miteinander arbeiten? Hier gibt es sehr interessante Verfahren, wie das Ganze skalieren kann, weil auch einer der, sage ich mal, Vorwürfe an agile Projektmanagement ist, dass es nicht skaliert. Diese Verfahren zeigen, dass es möglich ist. Es ist sehr anspruchsvoll, weil
die Kommunikation zwischen den Teams natürlich, zwischen einzelnen Scrum-Teams schwierig wird. Also wir gucken uns mal hier an, wir haben hier jetzt 4 Scrum-Teams, die arbeiten selber jeweils in Iterationen. Sie haben alle einen Product-Backlog. Ja? Und man kann zwischen dem Team und dem Team jetzt aber kein gemeinsames Meeting machen, weil dann hat man ein Meeting mit 200 Leuten, das geht nicht. Also muss man sich gewisse Leute rauspicken, die quasi diese Rolle dann übernehmen. Und dann ist aber die Frage, wie geht man denn dann mit dem Product Backlog um? Hat man ein gemeinsames, großes Product Backlog oder viele kleine, die man dann abstimmen muss? Also tatsächlich ist es problematisch oder anspruchsvoll, besser gesagt, Scrum auch entsprechend zu skalieren. Allerdings gibt es erste Projekte, die das durchaus erfolgreich auch eingeführt haben. Und das ist auch das, worauf ich immer wieder hinaus will heute. Es ist fast egal, wie man das nennt, solange es eben, wie gesagt, diesen Werten entspricht, dass man miteinander kommuniziert, dass man versucht, an etwas gemeinsam zu arbeiten, was testfähig ist. Und dann ist es eigentlich vollkommen auch egal, ob es Scrum heißt, ob es Kanban heißt oder wie auch immer. Das sind nur die Best Practices. Das sind so Methoden, die sich bewährt haben, wie, dass man täglich in einem Daily Scrum mal spricht, dass man Product Backlog hat. Das sind einfach nur Mittel, um genau diese Werte zu leben. Ja, und hier die vorletzte Folie für heute. Die Welten sind natürlich fließend. Wir haben das eben gerade auch bei der Frage zum V-Modell gesehen. Klar, auch ein V-Modell ist irgendwo vielleicht zumindest ein bisschen agil und das Ganze kann man auch kombinieren. Man kann auch quasi in einem Wasserfallmodell artig die grobe Planung machen. Ja, zum Beispiel, wenn man jetzt in einem Förderprojekt ist oder einem sehr sicherheitskritischen Projekt ist, wo man durchaus feste Managementphasen hat. Aber man kann sagen, hier in der eigentlichen Entwicklung des Produkts habe ich doch eine gewisse Unsicherheit. Hier muss ich doch vielleicht ein bisschen stärker iterativ vorgehen. Und auch hier lässt sich natürlich in diesen Subphasen quasi agil vorgehen, was auch viele traditionelle Managementverfahren auch versuchen. Aber einfach nur eine Iteration einzubauen, das ist zu wenig. Das ist das, was ich vermitteln will heute, sondern es geht darum, die richtigen Methoden anzugehen aus den richtigen Gründen, um halt eben entsprechende Probleme anzugehen. Wie, dass die Anforderungen nicht klar sind. Wie, dass man mehr miteinander reden muss. Wie, dass man an etwas Gemeinsamem arbeitet und nicht jeder für sich. Das sind halt diese Management, diese agilen Werte. Ja, eigentlich habe ich das fast schon eben gerade gemacht. Es gibt eben mehr als nur Scrum. Und das Allerwichtigste sind, wie gesagt, diese agilen Werte und Prinzipien, die sich im Laufe der Zeit entwickelt haben. Und die ja, Best Practices, Erfahrungswerte sind einfach, die sich etabliert haben, die durchaus nicht in jedem Projekt angewandt werden können. Vor allem, wenn es einfach nicht möglich ist, diese anzuwenden, weil die Struktur im Unternehmen das einem nicht ermöglicht, weil man nicht einfach sich jetzt nochmal irgendwie die Leute zu Teams herauspicken kann oder weil sie zu sehr ins operative Geschäft eingebunden sind und eben nicht konzentriert an etwas arbeiten können, weil so viele Projekte parallel am Laufen sind. Das sind alles Gründe, die ein agiles Vorgehen dann erschweren und wo man das dann auch nicht in der Reinkultur machen kann. Deswegen gibt es durchaus Gebiete, wo sie nicht geeignet sind. Meistens nicht aus dem Grund, weil man es nicht machen könnte, sondern weil die Rahmenbedingungen nicht stimmen. Deswegen ist es auch immer natürlich ein Prozess, wenn man agil sein will. Ja, das bedeutet, man muss gucken, Stück für Stück auch seine Unternehmenskultur ändern, dahin bewegen, Dinge ausprobieren und dann funktioniert das eigentlich ganz gut. Ja. Wichtig ist natürlich, dass man auch Kompromisse eingehen muss, eine Art hybrider Mix, das wird auch hybrides Projektmanagement genannt, an der einen oder anderen Stelle. Das liegt einfach daran, weil man auf keinen Fall den Fehler machen sollte, nur zwischen traditionell klassischem Projektmanagement und agilem Projektmanagement zu unterscheiden, sondern wirklich offen ist und dann versucht, beide Welten miteinander zu verbinden, weil man versucht, das Beste aus beiden halt rauszuziehen. Ja. Eine gewisse Planungssicherheit, eine gewisse Ressourcenplanung, auch ein gewisses Zeitmanagement, zum Beispiel aus dem traditionellen Projektmanagement, verbunden halt mit iterativen Entwicklungszyklen, um halt sich den Anforderungen zu nähern, um das zu entwickeln, was der Kunde benötigt. Ja.
Damit wären wir am Schluss. Hier sind noch ein paar Literatur- und Quellenangaben für die Interessierten. Und auch hier möchte ich nochmal verweisen auf die zwei YouTube-Links. Da wird vor allem hier nochmal stärker eingegangen auf die Verfahren, auch zum Beispiel zur Priorisierung, Planning Poker, wie kann man natürlich die Aufgaben Product Backlog entsprechend schätzen. Ja, dann gibt es hier weiterführende Informationen. Ja, gibt dann es möchte da ich auch mich. Informationen? Gibt es da auch Informationen zu diesem Scrum auf Scrum auf Scrum, wie man das so skalieren kann? Das weiß ich jetzt so auf Anhieb nicht. Allerdings habe ich hier doch die Quelle angegeben. Da kann man hier nachgucken, was sich dahinter verbirgt. Generell gibt es zum Beispiel auch das, wie heißt das nochmal? Agile Scrum Framework, glaube ich, was auch nochmal versucht, Scrum in Unternehmensprozesse einzubinden. Also ich glaube, wenn man da mal nach Skalierung und Scrum mal googelt, findet man einige Möglichkeiten, weil das ist es ja. In der Softwareentwicklung, wo, sage ich mal, ein bisschen agile Teams gearbeitet haben, vielleicht auch vor allem von etwas kleineren Unternehmen oder Entwicklungsteams, da war das ohne Probleme möglich. Vor allem, wenn man jetzt versucht, agile Managementprozesse oder Projektmanagementverfahren in, ja, Großunternehmen einzusetzen, wo viele Projekte einfach schon, Prozesse schon vorgegeben sind. Das ist da, wo wir aktuell noch wirklich dran sind, das zu verfeinern. Und jetzt gibt es viele Ansätze halt, die sich mit Skalierung beschäftigen, die sich mit ja, diesen hybriden Verfahren beschäftigen. Wie kann man denn Scrum oder Methoden von Scrum in bestimmten Projektphasen einsetzen? Aber da gibt es, glaube ich, noch nicht die Best Practices, wie wir sie in dem Kleinen haben. Genau, ich danke Ihnen für den tollen Vortrag und euch fürs Zuhören und wünsche euch allen noch einen schönen Abend und bis vielleicht nächste Woche zu unserem nächsten E-Seminar. Gut, Dankeschön. auf Wiedersehen. Tschüss.